Was wir wollen, aber was wir erstmal noch nicht haben können, ist Film 24. Die scharlachrote Kugel wurde jetzt scheinbar erneut verschoben, beziehungsweise inzwischen wissen wir ja, dass sie verschoben wurde, weil der ursprüngliche Termin, den wir jetzt hatten, war der 2. Dezember, aber das ist nicht passiert, weil Amazon unter anderem oder Thalia und vor allem, was am wichtigsten ist, der Medienvertrieb AV Vision, zu dem ja auch Kasee gehört, das heißt der übergeordnete Vertrieb, hat den Disc-Release von der TIFFCON Film 24 als verschoben geführt, denn ursprünglich, wie gesagt, 2. Dezember bisher, das war unser aktuellster Termin, und jetzt wird angegeben, dass es doch der 16. Dezember, also genau 2 Wochen später, sein soll. Das ist jetzt der 4. Termin, den wir insgesamt haben. Zuvor war ein Release für den 2. September angekündigt worden, dann der 4. November, dann der 2. Dezember und jetzt ist es dann doch der 16. Dezember geworden. Ja, die scharlachrote Kugel, noch schlägt sie bei uns nicht ein. Das ist ein klitzekleines bisschen frustrierend, dass es da so ein Hin und Her gibt. Allgemein irgendwie so Film 24, Kino-Release-Datum, Rätsel und dann DVD-Veröffentlichung, Verschiebung, Verschiebung, das läuft daher alles nicht so glatt für den Film, den wir so kurz nach Japan-Premiere auch in Deutschland mit Synchro gehabt haben. So toll das auch ist, ist dieser ganze Release, sowohl Kino als auch DVD, doch etwas holprig bisher. Ja, ich finde es halt erstaunlich, ne, dass wir 4 Termine haben. Ne? Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das wurde ja auch im Discord bei uns sehr stark diskutiert, was ich so gelesen habe, dass der ein oder andere da auch quasi ein bisschen Unprofessionalität vorwirft. Und ich muss sagen, ja, so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, weil man hätte sich das auch irgendwie denken können, dass es irgendwie kein Release gibt vor Japan und so, ja, okay. Aber auch irgendwie dann 4 Termine zu machen, dann gehe ich doch lieber auf Nummer sicher und versuche das ein bisschen nach hinten zu legen. Ich hoffe, dass das noch irgendwie im Weihnachtsgeschäft klappt, dass der Film noch irgendwie erscheinen kann. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich. Ja, und ich finde es schade, dass man das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt hat. Da direkt mal ein. Ich meine, eine Verschiebung ist ja nicht schlimm, ne? Aber dass man direkt mal irgendwie einen Termin sagt und ja, der liegt dann vielleicht ein bisschen weiter in der Zukunft und wenn wir es irgendwie eine Vorverschiebung, dann beschwert sich, glaube ich, niemand. Aber ja, dass es dann so läuft, das ist dann doch sehr, sehr schade. Es wirkt irgendwie so, als wäre diese ganze Maschinerie, die ja normalerweise immer relativ konstant war, was den Filmzeitablauf anging, von Veröffentlichung von Kino bis zur Veröffentlichung auf Disc, so ein bisschen aus den Fugen geraten. Ob das jetzt an noch anderen Dingen liegt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall für den Fan, der darauf wartet und hofft, es vor Weihnachten zu kriegen, schade. Und vor allem ist es halt auch ein Chaos mit den ganzen Terminen. Man kennt das ja in der Kommunikation. An der einen Stelle bleibt nur der eine Termin hängen. Und als die Leute dann immer wieder den neuen Termin mitkriegen, das findet nicht zwingend statt und dann geistern mehrere Termine im Raum rum. Das ist einfach nur nervig für den Fan.